Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ADR 2. Welcher Folge auch immer das jetzt ist? 107? Nein. Doch, könnte 107 sein. 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, ja, klar, macht voll Sinn. Was habe ich denn hier gemacht? Boah. Nein, verdammt! Schade, ich spiel hier. Klatscht dir. Dachte ich kann sinnvolle arithmetische Operationen durchführen, während er lädt. Und dann lädt dieser Hure so nicht mal. Direkt alles scheiße. So, let's go. Es ist ja dunkel in Berlin. Ach ja, weil das, wo ich gerade mitten in der Fahrt... Lol. Sehr schön. So, jetzt müssen wir natürlich wieder auch auf Schlaf und sowas achten, ne? Auf Tank übrigens auch. Das heißt, wir gucken gleich mal ganz kurz. Wir haben noch 3 Stunden. Was können wir in 3 Stunden erreichen? Mal kurz hier alles aus und dann mache ich mal kurz tanken. Und wo ist Bett? Da ist Bett. Das sieht gut aus. Hier ist aber keine Tankstelle. Da brauchen wir 2 Stunden laut Plan. Gibt es keine Tankstelle? Habe ich keine Tankstelle aktiviert? Oh ne, habe ich nicht. Lol. Na, hallo, mach nochmal. Hä? Ich kann schon wieder nicht klicken. Ich kann hier nicht raufklicken. Das geht, aber hier geht. Jetzt. Was ist mit diesem Spiel gerade los? Ah, da, okay, da ist nämlich auch Tankstelle. Okay, das heißt, wir können also tatsächlich dort tanken. Und hier brauchen wir 4. Okay, mit dem Speed, den ich fahre, sollte das tatsächlich sogar reichen. Ja, let's go. Lass uns dann klingt das doch nach einem Plan. Speedlimit 80. Am Arsch. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist ja wieder eine witzige Straßenkonstellation. Die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Freie Bahn mit Marzipan. Weißt du was? Ich mach mal erstens mal, bevor wir die Musik vergessen. Wo ist denn Audio? Nein, Quatsch, nicht Audio. Controller, Gameplay. Was denn jetzt für Gameplay, was glaube? Nein. Was doch Audio? Ah, ja, doch, hier, tatsächlich. So. Solange wir eh speeden, kann das auch weg. Weil ihr wisst ja, dass wir speeden. Ich muss aufpassen, dass mein Auflieger ein bisschen breiter ist als normaler Auflieger. Den Bus hätte ich gerade beinahe mitgenommen. Oh, hier ist aber eine enge Punchspur. Warum so eng hier? Das ist ja fast wie meine Freundin. Was? Ich habe gar keine mehr. Ich habe euch voll verarscht. Oha. Kommt der LKW wieder her? Verschwinde mal mit meiner Autobahn hier. Wieder so viel Betrieb hier auf den Autobahnen.
Leute, es ist 1 Uhr morgens. Was macht ihr hier alle? Geht mal pennen. Guck ihn dir an, Alter, wie er rumblinkt mit seinem Blinker da. Aber wir müssen ja auch unseren Blinker machen, ne? Lol. Zwischen sollten wir das. Oh, ein kommen. Das habe ich aber gerne. Noch lieber habe ich aber zwei kommen. Double Strike. Ich glaube, da vorne kommt ein Tunnel, ne? Nee. Mach halt nur so aus wie dem LKW da hinten. Oh, da vorne kommt ein Tunnel. Das heißt, bis dahin muss ich gleich mich überholt haben. Geschafft! Ha! Easy, nicht leichter als das. Die Tunnel habe ich erfunden. Das Tier im Tunnel steht für Ronny. So. Oh, da ist aber viel Betrieb jetzt gerade. Und ich traue mich nicht links überholen, weil der Tunnel da so. Ne, Geometrie und so. Oh, da. Ah, komm, direkt der nächste Tunnel. Verfluchte Scheiße. Vor Glück. Na gut, hier muss ich jetzt. Na gut. Klein beigeben. Hier ist ein Tunnel. Da kommt natürlich schon der nächste Tunnel. Verfluchte Tunnel-Scheiße hier. Komm mir gerade vor, wie mir ist das Haartunnel. Boah, ein Elgekurve hier richtig. Läuft bei denen. Was ist denn hier los? Kindergeburtstag oder was? Na gut, da vorne kann ich eh nicht mehr schnell fahren. Da kommt ein paar sehr enge Kurven. Ist die Musik so leise oder bin ich so leise? Nö, die Musik ist. So, hier muss ich jetzt geradeaus weiter, ne? Ja. Alter. Die machen hier schon wieder Schneckenrennen. Ich glaub's ja. Leute. Ich wollte vor Weihnachten wieder bei meiner Familie sein. Ach, das Leben eines Zockerfahrers. Langwierig und schmerzvoll. So, hier hätte ich wieder Punchstreifen, kann ich wieder überholen. Hoffe ich. Ja, er hat schon enger Punchstreifen hier. Boah, Alter. So, hier muss ich jetzt rechts runter. Ja. Meine Fresse. Oh, coole Gegend hier. Boah, voll grün da unten. Was ist denn da los, Alter? Boah. Ah, schon heftig. Aber sieht schon echt geil aus, ne? Respektos. Oh, hier leuchtet es rot durch. Sehr interessant.
Ja, wir sind wieder gleich da. Da vorne kommt er schon, ne? Ja. Da lief es. So, können wir gleich mal pennen und dann okay, tanken. Das ist natürlich wieder so ein Ding, wo beides nebeneinander ist. Oh. Und jetzt direkt nach links. $2000 Einkommen. Yeah. Ah, für einfach 80.000. Das heißt, ich müsste meinen dritten Kredit ausgelöst bekommen. Wenn ich mich nicht recht verrechne. Oh, nee. Fuck. Aber ganz ehrlich, komm. Wenn wir schon mal hier sind, let's go. So. Jetzt haben wir nichts mehr. 1.005 Euro. Uiuiui. Na egal, wir haben gerade getankt. Dürfte also... Oh, ich hab... Boah, was? Oh, ich habe noch... Ja, ich habe den Tank noch gar nicht bezahlt. Egal! Ich kriege im Laufe des Tages garantiert Geld. Oh, Straße frei, sehr gut. Ah, schon wieder Land der Tunnels. So, laut Plan brauchen wir 22 Stunden. Mal schauen, wie viel wir wirklich brauchen. Ja, ich will wieder ein Tunnel nach dem anderen. Okay, wir brauchen 23 Stunden. Was ist der Drecksgegend hier, ey? Warum bremst der? Warum bremsen hier alle? Achso, da vorne ist Zoll. Warum ist da vorne Zoll? Ich dachte, der Zoll ist noch ein Zoll entfernt. Ah! Ja, geht. Hä, hey, wir müssen ja hier stehen bleiben. Was ist hier los? Hä? Das war doch dieser blau-gelb gestreifte Schwanz. Ja, eben. Wieso müssen wir hier stehen bleiben? What the fuck? Ja, leck mich. Mach auf jetzt die Schranke hier. Aber zack ich hier. Voll bullshitisierend. Und das ist ein LKW natürlich. Guck mal, die Brücke hat Fliegengitter. Jetzt haben wir ja noch mehr. Achso, ja klar, weil wir gerade Mord bezahlt haben. Wow. Wege aus der Insolvenz. Heute Teil 3. Mit dem Ehrengast Mir. Also er heißt Mir. Ist ein indischer Kollege. Ah, Tunnel an Tunnel, ey. Ey. Das kann ja nur zum Unfall führen hier, früher oder später. Aber die Tunnel sind doch geräumiger als ich dachte. Also komm mit dem großen Auflieger echt gut dadurch. Ich habe halt nur relativ wenig Reserve. Also wenn es eng wird, dann wird es relativ schnell richtig eng. Zieht er hier eiskalt nach links, Alter. Was ist los mit dem? No. Ich kann auch mal Licht ausmachen hier, by the way. Da vorne ist schon wieder Maut. So, mal gucken, wo ich da jetzt hin muss. Ich folge einfach hier den Autos. Pass ich durch? Ja, doch. Okay. Ah, sehr gut. Ah,
Ich habe euch alle verarscht. Ich bin gar kein Auto. Ja, bremst doch mal. Wieso bremst er denn nicht? Normalerweise machen sie mal alle Anstandsplatz, anstandshaft Platz. Egal, oder ja. Wow, 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 wow. Habe ich viel Schaden bekommen? Ah ja, geht so. Oh la la. Oh, dreispurige Autobahn hier. Ah, wurde ein bisschen zickzack. Was ist los mit meinen Leuten? Ist da keiner am Geld verdienen? Ich habe immer noch miese. Der vorne kommt schon wieder Zoll. Wo bin ich denn hier? Achso, ich bin schon wieder in der Pfulhalle hier. Scheinbar irgendwo, wo es sehr viel Zoll gibt. Maut, 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 Maut. What the fuck? Ah, hinten hier. Auf den letzten 3 Meter sind keine Maut mehr. Und jetzt guckt mal hier oben. Maut, 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 Maut. Also noch enger kann man die gar nicht packen. Ist schon. Also hier oben ist wirklich echt krass. Wenn du da voll aufs Gaspedal trittst, schaffst du es bis zum nächsten wieder 30 km/h drauf zu haben. Ist so ein Viertelmeilenrennen immer. Ist aber bunter Auflieger bei dem da. Lol. Der hat so Smarties getankt. Oh, da oben sind Gleise. Gibt's einen Zug? Wow. Hallo, Kamera? Was ist mit dir los? Nö, kein Zug. Schade eigentlich. Oh ja. Jetzt kreuzen wir uns mit den Gleisen. Baustelle? Oh ja, da ist irgendwas. Ja, Baustelle. Warum ist da ein Schild? Ich hasse Schilder.
Die wollen mir immer irgendwas schildern, aber ich kapier's immer nicht. Und davon die nächste Mordstelle. Ach Leute. Und noch mehr Miese. Alter, heute habe ich ja richtig mit der Miese. Eieiei. Kann ich bei irgendwer Geld verdienen für mich? Was ist denn los hier? Digga, wie stehe ich jetzt als Arbeitgeber hier? Muss ich eigentlich hier Insolvenz anmelden? Ist apropos Insolvenz. Wie sehen eigentlich meine Fahrer aktuell aus? Nein. Was mache ich denn da hier? Fahrermanager. Da. So, der ist ausgeglichen, 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 ausgeglichen. Die ist genau fernfahren, ist richtig. Er kann auch mittlerweile fernfahren. Und er ist auch fernfahren. Sie ist auch fernfahren. Okay, dann sollte also heute alles passen. Ja. Ich meine, bei Evil ist hier noch ein Level. Ich weiß gerade nicht, ob es auch sinnvoll ist, das noch schnell zu machen. Ja, komm. Passt so. Hauptsache, sie verdienen jetzt mal ein bisschen Geld hier. Schöne Landschaft hier, by the way, ne? Gut aus. Schöne Brücke. Ich glaube auch die Brücke, die bei irgendeiner Version, die jetzt letztens herauskam, gezeigt wurde, dass die neu ist. Ob es jetzt genau die ist, keine Ahnung. Aber da wurde auf jeden Fall so eine Brücke gezeigt. Aber ich glaube, die gezeigt wurde, war noch größer. War im gleichen Stil, aber halt von der Skalierung her einfach größer. Also man ist einfach drei Schritte näher rangegangen. Verstehst du? Die Pfeile wurden voll in die Leitplanke gedrückt. Was ist los mit denen? Und der nächste Zoll da vorne. Alter. Was habe ich immer mit Zoll? Mautstelle, Mann. Zoll ist noch mal ein bisschen was anderes. Wobei diese relativ großen Anlagen, wo wirklich Maut und Zoll mit bei ist, diese Komplettpakete, wie du sie manchmal zwischen Ländergrenzen hast, die finde ich ja schon von Optik immer relativ geil. Aber einfach nur Mautstellen, alle sehen gleich aus, ist aber doch schon ein bisschen langweilig. Vor allem, wenn die halt alle 5 Meter kommen, ne?
Haha, ich hab gewonnen. Blablabla. Blöder MRL. Nee, was denn das? Das ist ein Duff, oder? Ich sag ja, Duff und MRL kannst du optisch kaum umeinander halten. Irgendeiner scheint davon dem jeweils anderen zu kopieren. Oh, das ist schon wieder die nächste Mautstelle, ey. Du kriegst die Tür nicht zu. Müssen wir aber mittlerweile fast durch sein, ne? So viele Mautstellen waren es ja nicht mehr. Oh doch. Oh Gott. Wow. Okay. Na, komm, also voll hier. Vorbei. Ach ne, okay, es ist bloß eine für uns. Die anderen sind hier für Abzweige und so. Wobei hier die Gegend schon recht geil aussieht, ne? Lol. Das hier sieht irgendwie aus wie so ein Tintenfisch, der sich an so einem Kabel festhält oder so. Ich guck so viele Hentais. So, können wir direkt wieder vom Gas runtergehen hier, ne? Der Bus daher. Ein Rückspiegel war doch frei. Ich habe gehört, so packt man ein. Machen in Europa ganz viele. Gut. Da soll das für die Folge auch gewesen sein und dann sieht man sich dann später mal wieder. Bis dann.